Hallo? Hallo, mein Name ist Marco von der Hochschulgruppe Waffenkritik und ich bin hier, um die studentische Solidarität mit dem Kampf gegen Abschiebungen zu zeigen. Wir setzen uns ein für eine demokratische, für eine offene Universität und dieses Engagement geht einher mit dem Kampf um offene Grenzen gegen jede Abschiebung. Und deshalb stehen wir fest an der Seite derjenigen Geflüchteten, die akut von Abschiebung bedroht sind, insbesondere derjenigen, die in Kriegsgebiete abgeschoben werden. Es ist großartig, dass die Perspektive des zivilen Ungehorsams aufgerufen wurde, um diese Abschiebungen zu verhindern. Und wir stehen voll an der Seite all derjenigen, die sich dem entgegenstellen. Und wir müssen darüber reden, wie die Abschiebungen effektiv weiterhin verhindert werden können. Und ein zentrales Mittel dafür ist und bleibt der Streik der Beschäftigten an den Flughäfen. Wenn die Beschäftigten sich weigern, den Flug zu starten, wird es keine Abschiebungen geben. Und deshalb ist es umso erfreulicher, dass auch unsere studentische Gewerkschaft, die IEW, hier diese Mahnwache mitveranstaltet. Und wir freuen uns darüber, dass die Gewerkschaft sich engagiert gegen die Abschiebung nach Afghanistan und hoffen, dass dieses Engagement sich ausweitet auch auf die anderen DGB-Gewerkschaften, bis letztlich zum politischen Streik gegen Abschiebungen, den wir als Studierende auch vehement unterstützen. Wir werden uns auch im nächsten Semester weiter an den Mobilisierungen gegen die Doppelabschiebungen am Münchner Flughafen beteiligen und rufen alle dazu auf, uns gleich zu tun, dass die Bewegung gegen Abschiebungen eine Massenhaft gesetzt und dass aus Deutschland keine Abschiebungen mehr geben wird. Danke.